Herzlich willkommen zu Ask Our Expert an der Universität Basel. Das Thema heute ist Energieversorgung, Energiekrise. Mein Name ist Hannes Weigt. Ich bin hier an der Uni für die Energieökonomie zuständig, am WWZ, und bin heute als Experte geladen. Dafür müssen wir erstmal kurz zusammenfassen, was diesen Winter alles auf uns zukommt, beziehungsweise was sind eigentlich die Probleme, die irgendwo anstehen können. Um das ein bisschen zu strukturieren, kann man grob sagen, okay, wir können über Energie und die Energiekrise reden, wir haben Strom und die Stromversorgungslage und wir haben eine Preiskrise. Letzten Endes, weil die Energiepreise alle nach oben gegangen sind. Und dann gibt es Gründe für diese verschiedenen Krisen. Fangen wir mit Energie an. Das ging zu einem guten Teil schon letztes Jahr los, als die Preise irgendwo nach oben gingen und so man festgestellt hat, dass da einiges an Gas nicht so verfügbar ist wie normal. Und dann gab es natürlich die Kriegssituation seit Februar. Und seitdem ist Gas in aller Munde. Und die Quizfrage diesen Winter, wie viel Gas hat man dann noch? Das ist sozusagen einer der treibenden Komponenten. Und das treibt sehr stark die Energieseite. Energie hier insbesondere auch Wärmebedarf. Gas spielt in Europa eine große Rolle, wenn es darum geht, Haushalte mit Wärme zu versorgen, aber auch die Industrie. Und Gas spielt auch in der Stromversorgung eine Rolle. Das heißt, diese ganze Debatte über Gasverfügbarkeit hat Rückwirkungseffekte auf den Wärmebedarf und die Möglichkeit, unseren Wärmebedarf zu decken. Und keiner weiß genau, wie es jetzt mit der Gasversorgung im Winter aussehen wird. Also das ist sozusagen die erste große Unsicherheit. Und da können wir vermutlich von ausgehen, dass auf russischer Seite relativ wenig kommen wird. Das ist letztlich das letzte Druckmittel, was er hat. Und aktuell stellen sich die meisten darauf ein, dass russisches Gas im Winter recht knapp verfügbar wird. Die Speicher sind derweil halbwegs gut wieder gefüllt. Von daher schauen wir mal, wie es im Wärmebereich dann konkret aussieht. Wenn es ein kalter Winter wird, wenn sozusagen wirklich einfach eine Kältewelle kommt und wir viel Wärmebedarf haben, das vor allem dann am Ende vom Winter, Ende Januar, Februar, vielleicht auch noch Anfang März, wenn die Gasspeicher dann langsam aufgebraucht sind, dann kann es durchaus zu Versorgungsproblemen kommen. Und dann müssen wir schauen, wie reagieren die Staaten, die Politiker dann drauf. Was sind die konkreten Rahmenbedingungen, ob es dann wirklich zur Abschaltung für Industriezweige geht, wie man dann damit umgeht, dass Haushalte natürlich dann mit Wärmeversorgung Gas benötigen, also wie dann die Prioritäten gesetzt werden und wie die Staaten untereinander das Ganze handeln. Gas, wie vorhin schon angesprochen, spielt auch in den Strombereich rein. Strom ist sozusagen der zweite aktuell sehr heiß debattierte Krisenherd. Und da kommt neben dem Gasproblem noch ein Kernkraftproblem dazu. Frankreich hat seit einiger Zeit viele Reaktoren vom Netz aus Rostgründen, also hat man einfach Rost festgestellt in Bereichen, wo der nicht sein sollte. Und das ist ähnlich wie beim Auto zurückrufen. Wenn sozusagen bei einem da festgestellt wird, oh, da ist was mit dem Bremspedal, dann wird die komplette Charge sozusagen in die Werkstatt gerufen. Und das Gleiche ist in Frankreich passiert, die haben eine gewisse Anzahl an Reaktortypen und bei dem einen hat man jetzt bei einem Reaktor es festgestellt, also wurden alle vom Netz genommen. Frankreich sagt, dass sie bis zum Winter viele von diesen Anlagen wieder hochfahren werden. Wie glaubhaft das dann ist, werden wir im Winter sehen. Aber da fällt auf der Stromseite einfach noch ein hoher Block an Kraftwerksverfügbarkeit einfach weg, gekoppelt mit dem Gasproblem. Und das führt zu einer anderen Gemengelage, als das beim Gas selber der Fall ist, weil es natürlich auch noch andere Energieträger gibt, die einfach Strom bereitstellen. Das sind einfach zwei Inputs, Kernkraft, Gas, die da reinspielen. Aber wir sind an Strom interessiert. Das ist bei Wärme sozusagen, wer eine Gasheizung hat, kann Gas nehmen. Und nur Gas. Wer Strom benötigt, der Strom kann aus verschiedenen Quellen kommen. Also da ist einfach die Lage der Stromkrise eine ganz andere, als das beim Gas der Fall ist. Aber beide hängen zusammen. Und der dritte Punkt, schon angesprochen, ist die Preissituation. Und das ist dahingehend eine andere Krise, weil die ersten beiden eher auf physische Knappheit nachher zielen. Irgendwann kann es sein, dass wir kein Gas mehr haben oder nicht ausreichend, um all unsere Nachfrage an Gas zu decken. Oder es kann passieren, dass wir für gewisse Zeiten nicht genug Kraftwerke am Laufen haben, die Strom erzeugen. Also wirklich physisch diese Energie nicht liefern können, wenn wir sie wollen. Die dritte Krise, letztlich diese Preis- oder Kostenkrise, die wird in jedem Fall eintreten. Die Preise sind aktuell exorbitant hoch. Und selbst wenn wir komplett energetisch durch den Winter kommen, also keinerlei Gasprobleme, keinerlei Stromprobleme in der physischen Welt, sind diese Preise diesen Winter definitiv deutlich höher, als das die letzten Jahre der Fall war. Und das belastet natürlich, das belastet uns als Konsumenten, es belastet die Firmen und es schlägt sich auf die komplette Wirtschaft nieder. Und das trifft natürlich einfach unterschiedliche Haushalte in der Wirtschaft auch anders. Also wer ein hohes Einkommen hat, der zahlt halt mal mehr für den ganzen Strom, aber
da wird nicht viel passieren. Bei niedrigen Einkommensgruppen sieht das gegebenenfalls ganz anders aus. Und auch da wieder die Frage, wie viel Spielraum habe ich da nachher irgendwas mitzumachen? So, das ist so ein bisschen die Gemengelage. Von daher die simple Antwort, was wird passieren, werden wir uns auf Unterbrüche einstellen müssen? Vielleicht. Ich glaube, aktuell überbieten sich alle Medien und alle, die irgendwas mit Energie zu tun haben, mit Empfehlungen, wie sie Energie sparen können. Schauen Sie sich die an. Also wirklich, wenn es jetzt darum geht, was können Sie zu Hause konkret machen? Jeder Haushalt ist da auch ein bisschen anders, was nachher die Heizung und so weiter angeht. Schauen Sie bei Ihrem Energieversorger vorbei, schauen Sie bei Energie Schweiz vorbei, googeln Sie einfach Energiesparen und Sie kriegen eine ganze Reihe an Tipps. Beim Strom, wie gesagt, ist es eher die Mangellage. Es ist also nicht so, dass Sie davon ausgehen sollten, Sie haben dann mal 2 Wochen lang keinen Strom. Wie Sie dann mit einer Mangellage umgehen, das ist eine ganz andere Frage. Also normaler Haushalt, wenn der 2-3 Stunden ohne Strom ist, ist das wahrscheinlich für die meisten kein Problem, wenn die Info vorne wegkommt. Es mag unangenehm sein, wenn Sie jetzt wissen, okay, 19 Uhr habe ich keinen Strom, 19 Uhr würde ich gerne zu Abend essen. Dumm gelaufen. Jetzt noch ein wichtiger Punkt dabei. Strom ist ein bisschen ein kompliziertes Gut. Wir reden immer viel über Energiesparen. Das heißt, bei Wärme ist das relativ simpel. Sie haben da Ihre Heizung. Wenn Sie es weniger warm in der Wohnung haben, sparen Sie grundsätzlich, wie viel Gas Sie da verbrauchen. Beim Strom haben die wenigsten ein Gefühl dafür, wie viel Strom Sie überhaupt verbrauchen, wenn Sie irgendwas anstellen. Das ist auch vollkommen okay. Ich habe das zu Hause auch nicht. Wenn ich irgendwie den Wasserkocher anstelle, habe ich, wenn ich nachgoogle, nochmal kurz ein Gefühl, was das jetzt genau an Strom bedeutet. Aber viele Zahlen, die Sie haben, werden einfach sagen, damit können Sie so und so viel Kilowattstunden sparen. Das ist Energie. Energie sozusagen, die Sie über einen gewissen Zeitraum verbrauchen. Daneben gibt es aber Leistung. Leistung ist das, was Sie in einem spezifischen Moment aus dem Netz ziehen. Wie vorhin gesagt, Strommangellage heißt, irgendwann zu einer bestimmten Zeit haben wir einfach nicht genug Kraftwerke, um unseren aktuellen Bedarf decken zu können. Das wird dann irgendwann wieder verschwinden nach ein paar Stunden. Geht das nach unten, dann geht vielleicht das nach oben, weil wir genug Wind jetzt in dem Moment haben. Das heißt, es geht um kurze Zeitfenster. Und da spielt Leistung durchaus eine Rolle. Nehmen wir das klassische Beispiel des Staubsaugers. Die haben so irgendwas zwischen 600, 800, ein bisschen über 1000 Watt. Das ist Leistung. Wenn Sie das Ding also einstecken und auf volle Pulle drehen, ziehen Sie gerade 1000 Watt Leistung. Wenn Sie das eine Stunde machen, haben Sie 1000 Wattstunden, eine Kilowattstunde Strom verbraucht. Wenn Sie jetzt auf die Idee kommen, abends 19 Uhr in einer kalten Winternacht Ihren Staubsauger einzustecken und in volle Pulle hochzudrehen, dann ist das vielleicht nicht die cleverste Idee, weil das genau die Situation ist, wo wir vermutlich an der Kante sein werden. Wenn Sie die gleiche Aktion einfach ein paar Stunden später oder ein paar Stunden vorher machen, verbrauchen Sie genauso viel Energie. Aber das System kommt tendenziell besser damit klar. Also sozusagen dieses, was man Lastverschieben nennt, über die Zeit. Das kann durchaus diesen Winter auch nochmal wichtig werden. Also wenn man einfach mal so überschlagsmäßig macht, wir haben knapp 4 Millionen Haushalte. Wenn diese 4 Millionen Haushalte alle zeitgleich irgendwie so eine alte 60-Watt-Lampe anstellen, können Sie sich ausrechnen, was das an Leistung in dem Moment braucht. Wenn die statt einer 60-Watt-Lampe eine LED-Lampe drin haben, sparen Sie gerade vermutlich Biersfelden da draußen als Kraftwerk und können das für irgendwas anderes nutzen. Und da bin ich durchaus mal gespannt, ob da im Winter eine Kommunikation kommen wird, dass man einfach auch signalisiert, morgen 19 Uhr könnte es eng werden, bitte unnötigen Stromverbrauch schieben. Das weiß ich nicht, wie die Versorger damit umgehen werden, aber sollten Sie solche Informationen hören, machen Sie das bitte. Meistens hält sich der Wohlfahrtsverlust, also das, was wir dann im Alltag irgendwo an Verzicht fühlen dabei doch, stark in Grenzen. Zumindest haben Sie diesen Winter eine gute Ausrede, warum Sie vielleicht ein Putzmuffel sein wollen und den Staubsauger mal 2 Wochen länger stehen lassen. Laut Studienlage, und da gibt es inzwischen sehr viele, für alle möglichen Länder, die Schweiz inklusive, ja. Es ist auch nicht unbedingt ein technisches Problem. Also wir haben alle möglichen Technologien derweil zusammen, um ein komplett fossilfreies Energiesystem aufzubauen. Das ist irgendwie eine klassische Kostenfrage, Willensfrage, Umsatzfrage. Wie dieses System konkret nachher aussieht, das ist eine andere Frage. Da gibt es auch wieder verschiedene Ausrichtungen. Aber am Ende, was müssen wir ersetzen? Wir müssen in der Mobilität den kompletten Ölverbrauch letzten Endes ersetzen und wir müssen beim Wärmebedarf unseren Primärbrennstoff durch irgendwas Erneuerbares ersetzen. Und das ist machbar. Wir sehen es gerade bei der Mobilität. Mit Elektroautos können Sie sozusagen eine rein erneuerbare Erzeugung nutzen, um den Strom zu erzeugen.
Wenn Sie jetzt überlegen, wie müssen wir die Mobilität umgestalten, wir müssen alle Autos da draußen mindestens mal durch E-Autos ersetzen, dann wissen Sie schon, okay, wir reden nicht von morgen. Das ist schon immer noch ein langer Prozess, aber rein technisch ist das nicht das Hindernis. Wir können das, wie gesagt, es gibt viele, viele Studien, die das global und für verschiedenste Teilbereiche der Welt belegen. Wie viel dann nachher davon umsetzbar ist in der Realität, ist eine andere Frage. Wie viel umgesetzt werden wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber es mangelt nicht irgendwie an der technischen Umsetzbarkeit Möglichkeit. Zuletzt Endes gibt es zwei haupterneuerbare Energieträger, wenn es um die zukünftige Entwicklung geht, Sonne und Wind. Fangen wir eben hier mit der Sonne an. Warum ist die eigentlich so dominant geworden? Als ich noch jung war und angefangen habe als Student und dann als Doktorand, da war Solar noch extrem teuer. Und da war die Erwartung, ja, so in 2050 wird das mal schön billig werden und dann kann man da auch ein bisschen mehr machen. Dann wurde man von der Realität eingeholt. Die Solarkosten sind massiv nach unten gefallen. Man hat gesehen, dass das, was man für eine lange Zukunft vorhergesehen hat, eigentlich viel schneller umgesetzt werden kann. Und Solar hat den enormen Vorteil, Photovoltaik in diesem Kontext, das sind Solarpaneele, die können Sie aufs Dach klemmen, die können Sie an die Fassade klemmen, die können Sie auf Freiflächen klemmen. Letztlich kann jeder irgendwo Solar nutzen und installieren, solange man Verfügbarkeit über eine Immobilie in dem Sinne oder eine Fläche hat. Das heißt, da ist auch nicht die Erfordernis, dass irgendein großer Energieversorger irgendwo die Lokalität für haben muss. Das ist wirklich breit in der Fläche nutzbar. Und löst damit sozusagen nicht diese klassischen Probleme, die man zum Beispiel bei Wind hat mit, oh, das ist dann laut und stört meine Optik. Es ist dann halt vielleicht statt dem roten Ziegel ist dann halt eine blaue Optik auf dem Dach. Und wir haben sehr, sehr, sehr viel Fläche, die wir da nutzen können. Und gemeinsam mit der Kostendegression, die wir da sehen, ist es unwahrscheinlich, dass wir die nicht nutzen. Die Zahlen für die Schweiz zum Beispiel, was Dachfläche und Fassadenfläche angeht, die schwanken natürlich von Studie zu Studie. Aber da reden wir locker von gut der Hälfte oder auch viel mehr noch unseres aktuellen Strombedarfs in Energie. Und das bedeutet natürlich für das Gesamtsystem, okay, damit muss man dann auch klarkommen. Man hat dann einfach ein System, wo sehr, sehr viel Solar drin ist und wir kennen es von dem normalen Jahresverlauf, das bedeutet viel Energie im Sommer. Das ist, wie gesagt, eben der zweite Block, der da dazugehört. Wind und Sonne ergänzen sich auch zu einem gewissen Teil, weil typischerweise, wenn die Sonne scheint, das Wetter schön ist, hat man meist nicht so viel Wind. Umgedreht, wenn die Sonne nicht scheint, das Wetter nicht so schön ist, hat man meistens eher mehr Wind. Und wir müssen auch die geografische Struktur uns überdenken. Wo fahren Sie in den Sommerurlaub hin? Wahrscheinlich eher Richtung Süden. Die letzten Jahre vielleicht nicht mehr ganz so, weil es da ziemlich heiß und trocken ist, aber da ist viel Sonnenpotenzial. Was ist oben an den Küsten? Wind. Ergo, wenn wir uns Europa anschauen, dann haben wir einfach verschiedene Potenziale für verschiedene Energieträger im erneuerbaren Bereich und natürlich ergibt es Sinn, diese auch lokal zu nutzen. Wir in der Schweiz haben ja eben unsere Wasserkraft. Wenn wir jetzt in die Schweiz reinzoomen und bei Wind uns überlegen, was passiert da eigentlich, passiert nicht allzu viel. Das liegt nicht daran, weil wir keine Potenziale haben. Also wir haben unsere Bergketten, die sind natürlich sehr schön für Wind geeignet, aber die Widerstände gegen Wind in den Bergregionen sind sehr hoch. Und es dauert extrem lange, heutzutage irgendwie einen Windpark irgendwo hinzubauen. Von daher, da ist es eher nicht die technische oder nicht die Möglichkeit, wirklich Wind zu nutzen in der Schweiz, als wirklich der regulatorische, der gesellschaftliche Rahmen, der dahinter steht, der sagt, okay, wird wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre nicht hochkommen, aber schauen wir, was der Winter bringt, das kann sich auch ändern. Aktuell setzen wir natürlich auch noch auf Kernkraft. Wir haben sozusagen grob 40% unserer Stromversorgung ist Kernkraft, der Rest Wasser und ein bisschen erneuerbare, also neue erneuerbare Energien. Und die Debatte ist ja auch gerade wieder schön am Hochkochen sozusagen. Wir in der Schweiz, im Vergleich zum großen Nachbarn Deutschland, haben keine Laufzeitbeschränkung. Das ist auch wichtig, das kommt immer mal wieder hoch. Unsere Kernkraftwerke dürfen so lange laufen, solange sie sicher sind technisch. Das wird entsprechend immer kontrolliert. Das kann auch sein, dass sich da die Anforderungen anpassen. Und solange sie wirtschaftlich sind. Das heißt, wir haben kein vorgesehenes Enddatum für die Kernkraftwerke, die wir aktuell haben. Wir haben aber letztlich ein technisches Enddatum. Irgendwann lässt man diese dann auch nicht mehr laufen, weil man muss massiv Geld investieren, um sie dann wieder komplett zu renovieren. Und das rechnet sich letzten Endes nicht. Und das ist die Langfristperspektive. Warum? Aktuelle Kernkraftwerke, die großen bei uns in der Schweiz, in ganz Europa, sind sogenannte Grundlast- oder Bandlastkraftwerke. Das heißt, sie laufen die ganze Zeit durch. Es wird gerne als etwas Tolles verkauft, aber aus einer rein technischen Sicht ist das erstens nichts wahnsinnig Tolles für konventionelle Kraftwerke.
Kohle kann das, Gas kann das. Also solange Sie einen permanent verfügbaren Input haben, kann jedes Kraftwerk Bandlast liefern. Und das ist das Problem der aktuellen Kernkraftwerke, aber auch von größeren Kohlekraftwerken da draußen. Sie sind auf dieses Produktionsprofil ausgelegt, sowohl technisch, aber auch ökonomisch. Sie kosten sehr viel im Herstellungs-, also im Produktionsinvestitionsprozess. Das Laufen selber ist dann relativ kostengünstig. Und Bandlast ist genau das, was dieses erneuerbare System mit Sonne und Wind nicht braucht, weil wir haben massiv fluktuierende Verfügbarkeit von Sonne, von Wind. Wir werden Überschusszeiten haben. Sommer wird tendenziell aufgrund massiven Zubaus an Solar irgendwann zu einer Zeit, wo wir einfach in Strom schwimmen und uns überlegen, wo wir diesen Strom dann im Rest des Jahres sinnvoll einsetzen können und dafür die Technik brauchen, ihn über die Zeit zu schieben. Was Sie da nicht brauchen, ist irgendwas, was unten noch ein Band reindrückt. Und solange Kernkraft in diesem Produktionsschemata gefangen ist, sehe ich persönlich keine große Zukunft für Kernkraft in einem stark von erneuerbaren Energien geprägten System. Sollte Kernkraft Alternativtechnologien entwickeln, das sind diese kleinen Modularen, die im Gespräch sind, die flexibel hochfahrbar sind, die nicht so kostenintensiv sind, dass sie halt wirklich einfach den Lückenfüller machen können. Das, was ein erneuerbares System braucht, dann, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint, diesen Strombedarf, den wir haben, decken können, diese Lücken füllen. Wenn Kernkraft das in Zukunft kann, mit anderen Technologien, als wir das aktuell für die großen Kraftwerke nutzen, dann könnte Kernkraft eine Zukunft haben. Und das alles komplett abstrahiert von den klassischen Risikoüberlegungen, Endlagerungsproblemen und überhaupt den Gesamtkostenstrukturen, die dahinter stehen, die bleiben weiter bestehen. Also davon mal losgelöst, aus einer reinen Stromsicht ist einfach diese Grundlast, diese Bandlast das Problem. Und Kernkraft ist halt einfach darauf fokussiert, aber auch große Kohle hätte in dem Sinne keine Zukunft, wenn wir keine Klimadebatte hätten, weil die auch in diesem gleichen Segment fahren würden. Das ist also wirklich die Technik, weniger der Brennstoff, der da reingeht. Also Alternative im Sinne von synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff, alles, was man sich sozusagen überlegt als neue Energieträger in dem Kontext, die haben ein Grundproblem. Und zwar brauchen sie viel Erneuerbare. Also wenn sie Strom aus Erneuerbaren erzeugen, können sie den ins Auto stecken, direkt als Strom, wenn sie ein Elektroauto haben. Und sie haben relativ geringe Verluste, was das angeht, also einfach der Transport des Stroms. Wenn Sie synthetische Kraftstoffe herstellen oder Wasserstoff, müssen Sie erst diesen erneuerbaren Strom in diesen Kraftstoff umwandeln und können diesen dann entsprechend später wieder nutzen. Und dabei haben Sie einfach höhere Verluste. Der Wirkungsgrad ist nicht so gut. Und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir keine jetzt zum Beispiel synthetische Ölzukunft erleben werden. Wir könnten ja auch einfach sagen, lassen wir die Autos so, wie sie sind, ändern wir und ersetzen Öl durch synthetisches, erneuerbar erzeugtes Öl. Technisch machbar. Aber Sie brauchen echt viel mehr Erneuerbare, um diese gleiche Energieflussmenge zu erzeugen. Und wir sehen ja durchaus, wir sind nicht die Schnellsten, wenn es darum geht, diesen Wandel hin zu Erneuerbaren jetzt schon umzusetzen. Jetzt stellen Sie sich das Ganze mit einem entsprechenden Vorfaktor noch vor, wenn Sie das Ganze in eine synthetische Energiebrennstoffwelt führen wollten. Und da sehe ich eigentlich die Hauptproblematiken. Daneben gibt es aber mit sogenannter Power to X, Power, Strom, to X, X ist der Brennstoff, irgendwas, kann Wasserstoff sein, synthetisches Erdgas, synthetischer Diesel, was auch immer. Das ist die Idee, eben diesen Überschuss erneuerbaren Strom oder überhaupt irgendeinen Strom zu verwenden, um diese Brennstoffe herzustellen. Und die werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem gewissen Umfang brauchen, weil wir einfach immer irgendwo Energie brauchen werden, egal wie das Wetter gerade ist. Und das, was ich vorhin sagte, diese Backup-Fähigkeit, wir wollen ja keine fossilen Energien dafür nutzen. Das heißt, wir können natürlich weiter mit Öl, Gas oder Kohle das Ganze machen. Solange wir das Backup auf ganz wenige Prozent nachher halten, die wir sie wirklich brauchen, wäre auch schon sehr viel gewonnen. Aber wir wollen es ja auch da CO2-frei haben. Das lässt eben Kernkraft als Option oder einen synthetischen Brennstoff. Und es gibt auch einige Industrieprozesse, die wirklich auch auf diese Brennstoffstrukturen angewiesen sind. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein gewisses Segment dafür haben. Und da gibt es auch entsprechende Forschungen, die in diese Richtung gehen. Aber sie werden wahrscheinlich eben nicht das Gesamtsystem dominieren. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen mit der Wind und der Sonne und Wetterabhängigkeit, dass wir da das System umstellen müssen. Und das ist eigentlich die Hauptherausforderung. Wir wissen das alles. Also auf der wissenschaftlichen Seite reden wir da seit Jahren drüber, alles kein Problem und wir haben da verschiedenste Konzepte. Das muss in der Realität umgesetzt werden. Das heißt, die Gesellschaft muss da mit, die Politik muss da mitziehen, die Wirtschaft muss mitziehen
Und da sind, glaube ich, gerade die großen Stellhebel, die man jetzt mit dieser Krise auch durchaus umlegen kann und sagen, okay, das Problem, was wir eigentlich vorher schon angehen mussten, Klimakrise, die Umstellung unserer Energieversorgung, wird von diesem Winter eigentlich gar nicht betroffen. Wir müssen hin zu Erneuerbaren, wir brauchen das Backup für diese Erneuerbaren, wenn der Wetterstand uns gerade nicht erlaubt, Sonne und Wind zu nutzen. Und das hätte ich Ihnen genauso vor 3, 4, 5, 10 Jahren erzählt. Das erzähle ich Ihnen auch nächstes Jahr wieder. Der Winter spielt für diesen Wandel keine Rolle. Was wir machen müssen, hat absolut nichts mit dieser Winterkrise zu tun. Das ist das Gleiche, was wir vorher auch schon hätten machen müssen. Machen wir es jetzt schneller? Das ist die Hoffnung. Und dann müsste sozusagen die Politik jetzt auch wirklich angehen, wie kriege ich diesen Ausbau beschleunigt? Wie kriege ich mehr Erneuerbare in die Schweiz rein? Wie kriege ich mehr Winterstrom in die Schweiz rein? Das ist das, wo wir sozusagen das größte Defizit haben. Im Sommer mit der Wasserkraft sind wir eh gut aufgestellt, mit PV in Zukunft dann auch nochmal. Der Sommer ist das Unkritische im Jahr. Der Winter ist sozusagen die Hauptherausforderung bei uns, aber auch in Zentral- und Nordeuropa, weil es einfach kalt ist. Da jetzt auch von der Politik her zu überlegen, wie kann ich da vielleicht etwas forcieren? Wie kann ich es schaffen, dass bei den Erneuerbaren vielleicht auch mehr reinkommt, die im Winter mehr erzeugen? Solarpanel auf dem Dach, das erzeugt Ihnen Strom im Sommer und im Winter, aber natürlich viel mehr im Sommer, bedingt durch die saisonale Struktur, die wir haben. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wo ich vielleicht stärkeren Winterstrom-Output habe. Das sind so Überlegungen, die Politik jetzt auch wirklich angehen muss, eigentlich den Turbo zünden. Und nicht die Krise jetzt irgendwo, jetzt müssen wir das noch machen und das noch machen und irgendwas, was die Krise versucht zu managen, in eine Langfriststruktur umzuwandeln. Also jetzt diese ganze Debatte über Kernkraftwerke. Nein, wir brauchen keine neuen. Die alten laufen eh so lange, wie es irgendwie Sinn hat, sie laufen zu lassen. Wenn wir jetzt neue anstoßen, kommen die erstens eh erst in 15, 20 Jahren. Also jetzt mal auf der Zeitachse gucken, da sollten wir schon ziemlich weit sein mit der Energiewende. Und dann haben die da noch 40 Jahre zu leben, vielleicht auch noch länger, in einer Welt, die für sie nicht mehr gemacht ist. Das heißt, jetzt sich hinzustellen und zu sagen, wir brauchen wieder irgendwie diese Technologie und müssen die investieren. Das können wir gerne machen, die Debatte der Technologieoffenheit, aber das Investment wird deswegen trotzdem nicht kommen. Das Gleiche, wenn es jetzt um Fossile geht, wir überlegen alle, wo kriegen wir Backup her für irgendwie russisches Gas. Dann kaufen wir halt Gas aus dem Mittleren Osten, kriegen irgendwie das LNG von den Amerikanern, aber es ist immer noch Gas. Und wir müssen vom Gas loskommen. Und wenn wir jetzt viele Investments machen, die einfach nur sozusagen den Brennstoffversorger austauschen, aber den Brennstoff beibehalten, und die alle frisch jetzt getätigt werden, dann sind die 10, 20 Jahre da und wollen genutzt werden. Etwas, was man sich hingestellt hat, will man auch verwenden. Und das könnte ein Problem laufen. Deswegen ist es jetzt bei der Politik wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, die Grundumstellung hat sich durch den Winter nicht verändert, zündet einfach mal den Turbo und guckt, wo ihr jetzt Dinge beschleunigen könnt in eurer Planung, wann ihr da irgendwelchen Support macht. Und dann gucken wir mal, was draus wird.